Und nachdem er ein bisschen gesucht hat, ist er dann ja auch schnell gefündig geworden. Und wenn so ein Vogel sich mit einem Weibchen zusammentun will, dann heißt es dann immer... Der Vogel war der Bräutigam, die Herri war die Frau. Ja, genau, das haben wir aber an der Silberhochzeit alles schon gesungen. Aber das haben wir auch bei Silberhochzeit schon gesagt. Kurz darauf kam dann ein gewisser Herr Dieterich zur Welt. Ja. Herr Dieterich. Du weißt ja, die Weiber, wie sie so sind, die geben ja keine Ruhe. Ja, denkst du, naja, jetzt hast du deine Pflicht getan, gell, aber nee, nix da, stopp, ruhig. So, ja, wie gesagt, also, die Weiber-Leute, die haben ja immer, bleib, geben einfach keine Ruhe, denkst, oh, jetzt hast du einen Sohn gezeugt, bist du stolz. Und so weiter und so fort. Aber was passiert dann? Nun ist wieder die feine Frau ein paar Jahre schon her. Ihm ist, als ob er jeden Tag neu geboren wäre. Des Abends, wenn sie schlafen geht, des Morgens früh aufsteht, sagt Ernie seine Frau zu ihm. Kurz darauf kam dann die kleine Anna wieder, und ich gesagt, kleine Kinder, der gibt mein Vater heute im Kopf, aber ohne sich zu strecken. Und die kleine Anna, gell, also dann hier die wunderbare, hübsche junge Frau, die hier sitzt. Gell. Aber der Dieter, das ist ja so ganz durch und durch früher ein Bengel gewesen. Ne? Als dann so ein kleines Kind auf die Welt kam, ne? Ich weiß das, das hat er, glaube ich, seine Frau gar nicht so richtig mehr gesagt. Ne? Aber ich weiß das, ne? Da hatte Dieter daheim gesessen, hat seine Trophäen betrachtet und hat gedacht, ach, jetzt kriege ich mir nur zwei. Wer soll das bezahlen? Wer soll das bezahlen?